Hallo und herzlich willkommen zu Unicorn. Einen wunderschönen Freitagabend wünsche ich euch und herzlich willkommen zu meiner kleinen Talkrunde heute. Heute wollen wir mal die ganzen Fragen durchgehen, die so in den letzten ein bis zwei Monaten auf meinem Kanal aufgetaucht sind. Dazu sitze ich hier auf meinem bequemen Sofa, mal nicht in der Nagelecke und ja, viel Spaß dabei. Also es sind ja einige Fragen auf deinen Kanälen eingegangen. Starten wir vielleicht einfach mal mit der interessantesten. Wie kommt man als Mann zum Nageldesign? Ich war jung und brauchte das Geld, trifft es glaube ich ganz gut. Damals hatte ich so eine kleine Selbstfindungsphase und in dieser habe ich so gekellnert und so kleine Aushilfsjobs gemacht. Und in der Zeit habe ich auch jemanden kennengelernt, einen damaligen Kollegen von mir. Und ja, er hatte eine Frau, die Frau hatte ein Nagelstudio und er hat Nageldrucker verkauft. Die kennt vielleicht auch manche. Das sind so Geräte, hältst du deine Hand rein und lässt dann kannst ein Bild auf deinen Finger drucken lassen. Und für ihn habe ich dann den Support gemacht, quasi für die Drucker und auch die Auslieferung. Und ja, so bin ich dann mehr oder weniger auch zum Nageldesign gekommen. Als es dann nicht mehr so gut lief mit den Druckern, haben wir mal aus so einer Sufflaune heraus, habe ich dann mal der Chefin die Nägel gemacht. Und das habe ich, glaube ich, ganz gut gemacht. Und ja, dann saß ich irgendwie am nächsten Tag an so einem Nageltisch und habe meine Ausbildung begonnen. Wie oder wann fing das an? Seit wann machst du Nägel? Die Ausbildung habe ich 2008, glaube ich, gemacht. Weiß ich nicht mehr so genau, schon lange her. Und mein Gewerbe angemeldet habe ich dann Ende 2009, glaube ich. Wie lief die Ausbildung so ab? Was hast du da so machen müssen? Die Ausbildung ging ungefähr 2 Monate. Wobei ich sagen muss, man lernt nie aus im Nageldesign. Ja, wie gesagt, 2 Monate ging das Ganze grob, bis ich dann meine eigenen Kunden bekommen habe. In der Ausbildung habe ich erstmal die ersten Wochen nur vorgefeilt, damit ich mit der Feile umgehen lerne und auch mit den Kunden umgehen lerne. Und dann halt immer mehr gemacht, kleine Reparaturen, dann langsam ans Gel rangeführt. Ja, Muster kam dann zum Schluss, ja. Was war so das Schwierigste in der Ausbildung? In der Ausbildung war das Schwierigste, erstmal mit den Kunden umzugehen. Erstens war ich sehr schüchtern zu der Zeit. Mit Frauen reden war nicht so mein Ding. Und das Zweite war, ich komme eigentlich vom Bau, also Handwerk habe ich gelernt. Und ja, da hat man halt so ein bisschen mehr mit Assis zu tun, als mit Frauen, die über ihre Probleme reden. Und ja, da war das auch so ein kleines Problem, mich da erstmal reinzufinden. Aber es ging relativ schnell und so nach 1-2 Wochen hatte ich dann den Dreh dann auch raus. Nach so langer Zeit, wie lange brauchst du da so circa für eine Nagelmodellage? Für eine Nagelmodellage brauche ich circa jetzt unter einer Stunde. Also das wäre dann eine Vollmodellage mit Tipps, mit French und sowas halt. Wenn ein Muster dazu kommen, wird es dann 20 Minuten länger, kommt drauf an, wie aufwendig die Muster sind. Und was die Kundin halt haben möchte. Bei Stilettos wird es natürlich auch ein bisschen länger, weil es dauert auch halt ein bisschen länger, um die Dinger zu machen. Machst du auch Acrylnägel? Acrylnägel mache ich nicht so gerne. Erstens stinkt mir das Zeug zu sehr. Ich habe keine Lust, mir eine teure Absaugung anzuschaffen, extra dafür. Und ich feile das Zeug auch nicht gerne ab. Ist eine Schweinearbeit und deshalb mache ich lieber Gel. Ich werde aber trotzdem irgendwann mal so ein bisschen auf Acryl eingehen in meinem Kanal. Ja, aber wird noch ein bisschen dauern. Wir gehen erstmal Gel und Muster durch. Hast du einen Tipp, wenn Nägel einfach nicht halten wollen?
Wenn Nägel nicht halten wollen, tja, das ist so der Kampf eines jeden Nageldesigners. Es gibt da viele Faktoren. Zumal, wie ist das Ganze aufgetragen? Ist es sauber aufgetragen? Ist man nicht an die Haut gekommen? Wie sind die Nägel der Kundin? Hat sie stark fettende Nägel? Hat sie sehr flexible Nägel? Sehr dünne Nägel? Sehr feste Nägel? Das spielt alles eine Rolle in der Gelwahl. Das heißt, bei flexiblen Nägeln nimmt man auch ein flexibles Gel. Bei Festnägel nimmt man ein eher festes Gel. Ich kann nur den Tipp geben, probiert wirklich so ein bisschen rum. Also wenn die Kundin Probleme hat, dass Luft reinkommt in die Modellage, versucht einfach ein anderes Gel oder eine andere Technik, einen anderen Primer. Ja. Einfach ein bisschen rumtesten. Du hattest jetzt so lange dein Nagelstudio. Warum hast du aufgehört? Das waren vier Gründe. Erstens, das Studio hat sich so langsam aufgelöst. Ich hatte so ein paar Angestellte und die haben sich andere Berufszweige zum Teil ausgesucht oder manche haben sich selbstständig gemacht. Und da die sehr gut waren auch unter anderem, war es natürlich sehr schwer, adäquaten Ersatz zu finden. Und die Kunden sind auch meistens alle mitgegangen. Daher habe ich, und ich habe es nicht geschafft, in einem Jahr dann neue Angestellte zu finden. Das war einer der Gründe. Der zweite Grund war, ich konnte es körperlich nicht mehr tun. Ich hatte starke Rückenprobleme immer nach den ersten ein bis zwei Kunden. Das ging dann gar nicht mehr. Da hatte ich dann auch keine Lust mehr drauf. Dritter Grund war, ich hatte keine Lust mehr auf Selbstständigkeit. 7 Tage die Woche fast arbeiten, wenn nochmal Schulungen dazukommen oder so. Oder kein Urlaub, unregelmäßiges Geld. Das ging mir alles auch so ein bisschen auf dem Zwirn. Und der vierte Grund ist, dass ich andere Interessen in den Jahren gefunden habe. Und zwar mehr so im Bereich Medien. Und ja, das war dann, die vier Gründe haben dann ausgereicht, das Ganze dann Ende 2015 aufzugeben. Du hast vorhin gesagt, ja, vor deiner Ausbildung sozusagen als Nageldesigner, ja, hast du auf dem Bau gearbeitet. Was hast du vorher gemacht? Ich habe angefangen mit Elektriker. Die Ausbildung habe ich nicht abgeschlossen, weil ich zwischendurch gemerkt habe, das ist nichts für mich. Dann habe ich mir eine andere Ausbildung gesucht als Maler und Lackierer. Das habe ich dann abgeschlossen, dann noch ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet. Aber wie gesagt, die Leute da waren alle so ein bisschen assi und da bin ich nicht drauf klargekommen. Und ja, deshalb habe ich mir dann was anderes gesucht. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen, die sich mehr so um deinen Kanal drehen. Zum einen, gibt es bald auch ein Video zur Studioausstattung? Ja, wird es auch bald geben. Also wie gesagt, in dem Kanal möchte ich so alles durchgehen, von der Studioausstattung über Kunden und Produkte, alles mögliche. Also Studioausstattung wird es bald geben. Momentan haben wir halt nicht viel Studioausstattung, aber jetzt nach und nach werden wir andere Sachen bestellen, neue Sachen bestellen. Da werde ich auch eine Absaugung haben bald. Und ja, das kommt dann so nach und nach alles. Eine Frage kam auch noch über Facebook rein. Was benutzt du alles, um deine Videos aufzunehmen? Ich benutze eine RX 100 Mark 5. Das ist die kleine Cam, womit ich die Nägel aufnehme. Dann noch eine D6, eine Canon EOS D6. Da mache ich so die Face-Aufnahmen. Und dann habe ich noch hier so ein kleines Mikro, was an meinem Handy dran ist. Da mache ich die Audiospur mit. Und Lichter sind LED-Flächen. Falls ich mal eine Zeitlupe mache oder so, damit das Bild auch nicht flackert. Ja, das sind so die ganzen Sachen, aber ich verlinke das Ganze unten nochmal in der Beschreibung. Da kann sich jeder mal angucken, was das genau ist. Dann haben wir noch eine letzte Frage. Was kommt so als nächstes? Als nächstes werden wir so ein bisschen auf Muster eingehen. Also ich bleib erstmal bei den Grundlagen, damit sich jeder Anfänger quasi das Ganze aneignen kann. Wie gesagt, als nächstes kommen Muster. Ich denke mal, ich werde mit Acrylfarben und Malereien anfangen. Bis hin zu Airbrush, One Stroke. So in die Richtung wird das Ganze jetzt gehen. Auf Instagram kam noch eine Frage. Warum hast du die Videos in der Reihenfolge hochgeladen auf YouTube?
Natürlich habe ich auch einen Plan mit meinen Videos. Die Weltherrschaft? Nein. Ja, die Weltherrschaft vielleicht auch. Mal gucken. Es gibt natürlich einen Plan. Und zwar, wenn ihr euch die Videos aneinanderreiht, habt ihr eine komplette Modellage quasi. Und ihr könnt euch das so zusammensetzen, so dass es auf eure Zwecke oder auf eure Bedürfnisse passt. Hier werde ich oben nochmal so einen kleinen Ablaufplan einblenden, wie das Ganze sich aneinanderreiht am besten. Und ja, wie gesagt, wenn ihr euch die vernünftig aneinanderreiht, die Videos, und so ein bisschen aufpasst und guckt, wie ich das Ganze mache, dann dürfte es kein Problem sein, sich Nägel modellieren anzueignen. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Was macht das Schaf da? Das Schaf ist Shawnee und ja, das Schaf ist heute Gast. Warum hat das einen schwarzen Fleck an der Nase? Shawnee hat versucht, sich zu schminken, hat nicht geklappt. Damit haben wir alle Fragen beantwortet. Okay. Tschüssi.